Liebe Zuschauer, heute stelle ich euch die Erweiterung von Frantic vor. Frantic habe ich euch schon vorgestellt und wenn ihr Kartenspielliebhaber seid, schaut es euch auf jeden Fall an. Das nur als kleiner Hinweis, je nachdem verlinke ich es dann auch. Aber in dem Video soll es ja um die Erweiterung gehen. Frantic, die Erweiterung, Troublemaker heißt das Ganze. In dem Fall Game Factory, in dem Fall auch aufgeführt. Also ein Kartenpack, den es hier dazu gibt. Aber ein dicker Kartenpack. Da sind nämlich einige Karten dabei und es sind nicht nur Ereigniskarten. Ich habe jetzt einfach mal beispielhaft ein paar hier hingelegt. Das müssen wir ja dann wieder zurücksortieren. Irgendwann mischt ihr alles rein. Das kann ich euch garantieren. Sofern ihr natürlich schon Frantic kennt, mögt und wollt einfach mehr. Ich glaube, die Erweiterung, die könnt ihr euch einfach so dazu noch holen. Da habt ihr nämlich das komplette Paket. Schauen wir uns einfach mal ein paar Karten an. Ich gucke nachher mal, weil es gab viele Karten, neue Karten. Das hätte wahrscheinlich den Rahmen gesprengt, aber ein paar will ich euch auf jeden Fall mal zeigen, weil die Standardkarten, die jetzt hier sind, das heißt, was ganz cool ist, das mag ich nämlich, da wird nämlich sofort ein Ereignis ausgelöst. Also nicht ich unbedingt, aber die eine oder andere Mitspielerin, die jetzt hier zuschaut, die auch schon das gespielt hat, die weiß es, die liebt solche Karten auf jeden Fall. Bei Thief natürlich schaue ich mir quasi die Handkarten von einem Mitspieler an und nehme dann zwei auf die Hand. Curse ist dann so eine Karte wie die FU-Karte in dem Fall. Ja, die kann ich nicht ausspielen. Die kann ich natürlich weitergeben. Tauschen kann ich es auch, genau. Und die zählt dann am Schluss einfach 13 Minuspunkte. Es gibt natürlich hier verschiedene Farbkarten wieder. Wünscht dir was Karten, also bei weitem mehr. Und jetzt hole ich einfach mal, hier sind natürlich auch noch die Ereigniskarten. Aber das alles steht hier wieder auf der Übersicht drauf. Und da auch nochmal der Hinweis, ihr braucht es nur lesen, wenn es zu weit ist. Aber ich möchte einen oder anderen Hinweis geben, weil es gibt hier, zumindest steht es dabei, auch Karten, die von Spielern eingesendet wurden, wie Lucky Bastard von Raphael Reichert und Virginia Hart in dem Fall, also auch Karten außerhalb des Zuges dann ausspielen. Es sind aber auch noch andere genannt, Kapitalisten in dem Fall, das ist auch ganz cool, nämlich wer hat dem wird gegeben. Jeder von euch zieht so viele Handkarten nach, wie er bereits auf der Hand hat. Also das auch ähnlich wie die andere Karte, die ich jetzt auch im Grundspiel aufgeführt hat. Ja, oder wer das Ereignis ausgelöst hat, erhält sämtliche in den Händen aller Mitspieler vorhandenen schwarzen Karten. Das ist cool. Das ist Black Hole, Dani Hits in dem Fall. Also ich könnte es bei weitem Dom Atlas, Evelyn Lüthi, Zinnert Conception, wenn ich es jetzt richtig ausgesprochen habe. Also hier stehen auch die Namen teilweise dabei, die jetzt hier wohl Ideen geliefert haben. Das finde ich ganz cool, wenn die Fans da mehr generieren, dass man die Fans ins Boot wirft. Und ich weiß, da hat man auch für das Spiel, nicht nur in der Schweiz, auch so viel Werbung für dieses Spiel gemacht. So, das waren in dem Fall die Spezialkarten, beziehungsweise teilweise gemischt schon mit den Ereigniskarten. Der eine oder andere hat es gemerkt, weil, dazu komme ich jetzt nochmal, ihr braucht nur das hier lesen. Diese Ereigniskarten, die hier hinten drauf sind, die ich teilweise jetzt schon genannt habe, vermischt praktisch mit den anderen Karten, die stehen hier drauf. Und da steht es auch drin. Das heißt, steht es nicht drin, aber im Grundspiel steht es drin. Ihr braucht das nur lesen, wenn ihr in dem Fall auf das Ereignis trifft. Weil da gibt es so viele Karten wieder, was auch ganz cool ist. Plus One gilt bis zum Rundenende jedes Mal, wenn jemand eine oder mehrere Karten vom Nachziehstapel zieht, muss er eine Karte zusätzlich ziehen. Hatten wir einmal. Gemein, aber richtig schön. So, und wichtig natürlich, dass die Grundregeln werden beibehalten bei dem Spiel. Und das waren alle Infos. Und es fragt sich natürlich, wir sind ja schon jetzt im Fazit dann auch, braucht man die Erweiterung? Ja, man braucht sie. Also, hängt natürlich davon ab, wie oft ihr Frantic spielt. Aber wenn es um so gemeine Spiele, es gibt ähnliche gemeine Spiele. Es gibt noch bei weitem mehr gemeine Spiele. Aber das ist so ein Spiel, wo ich sage, ja, es ist gemein und frustig, aber irgendwie macht es mir dann doch Spaß. Selbst wenn ich selber einen auf die Mütze kriege und das Spiel je nachdem gleich beendet ist. Und mit diesen neuen Ereigniskarten oder nicht nur Karten, die hier enthalten sind, habt ihr natürlich noch einen bunteren Blumenstrauß. Ihr solltet allerdings erst einige Male das Grundspiel absolviert haben. Für den einen oder anderen ist die Einstiegshürde ein bisschen hoch, weil er auch sich mit den Karten, mit dem Design ein bisschen schwer tut und weiß es nicht, für was die stehen. Aber wenn er das ein paar Mal gespielt hat
holt euch je nachdem gleich ein Package, wenn ihr die Möglichkeit habt. Ich weiß gar nicht, wie groß die Auflage ist, will jetzt aber auch keine hier ein Ding machen, dass die je nachdem bald ausverkauft ist, je nachdem, wann ihr das Video schaut, ich habe keine Ahnung, aber ich bin froh, dass ich sie habe und deswegen holt euch je nachdem gleich beide Sets, wenn euch dieses Kartenspiel anspricht, wenn ihr verrückte Spiele mögt und wenn ihr ab 3 Spieler schon das Ganze absolvieren möchtet, weil ich habe es ja angesprochen im anderen Video zu zweit. So lala. Also 3 Spieler sollten es mindestens sein, dann macht es auch schon Spaß. 3, 4, 5 Spieler, das ist so der Bereich, wo ich sage, cool gemacht. Es geht ja auch bis 8 Spieler in dem Fall. Ja, das ist mir ein bisschen zu verrückt, aber jetzt hoffe ich, habt ihr auch mit der Erweiterung alles Wichtige hier in diesem Video bekommen. Ansonsten könnt ihr das gerne mal in die Kommentare schreiben, habe ich beim Grundspiel schon gesagt, ob das Spiel euch jetzt auch anspricht und ich hoffe, es spricht euch an, wenn ihr verrückte Kartenspiele liebt, weil das ist das Ungewöhnliche, das hat auch nicht jeder, bin ich mir auch sicher und es ist für mich nach wie vor so ein kleiner Geheimtipp, wenn es um verrückte Kartenspiele geht. Es gibt noch andere, aber Frantic zählt auf jeden Fall dazu. Das waren alle Infos. Ich sage recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut und bis bald.